ihr sehen könnt, habe ich jetzt meine Clubbestellung nochmal bekommen für den Mai und ein kleines Yankee Candle Geschenk zum Muttertag von meinen Kids. Und das will ich natürlich wieder mal mit euch teilen. Da fange ich auch gleich mit dem Yankee Candle an. Und zwar, so, diesen Duft, diese, na, komm raus, Confetti Macarons, den kenne ich schon, habe ich auch in groß, ist eine ganz leichte, vanillige, ganz, ganz leichte, auch gepäckige Note, fruchtig. Also der keine starken Düfte mag oder auch mal keine Lust zu starken Düften hat, wären die Home Inspiration Reihen eigentlich eine gute Alternative. Weil bei mir ist wirklich so, wenn ich mal keine Lust zum starken Düfte habe, dann greife ich immer zu Yankee Candle Home Inspiration Reihe. Da. Was ich aber allerdings noch nicht kenne, ist diese Citrus Spice. Aber ich denke, dass, wie der Name es schon sagt, wird das eine zitrisch-fruchtige, orangige Note sein. Dann riechen wir mal dran. Und so ist es. Aber es riecht wirklich sehr schön. Zitrisch, Orange riecht man auch, die Zitrone riecht man wirklich auch raus. Und das riecht kalt schon mal intensiv. Ja? Dann das letzte, Island Blooms. Na? Genau, Island Blooms. Das ist, also der hat wirklich eine Seesalznote drinnen mit einem ganz leichten floralen Einschlag. Finde ich aber für den Sommer auch sehr gut. Kalt auch intensiv, muss ich jetzt sagen. So, dann gehe ich auch schon zu meinem Sense Club Bestellung. Was ich im Club drin habe, ist einmal der Star Wars Force Dark Side. Da ist Lavendel, Ingwer, Vetiver und Adlerholz. Ich kenne diesen Duft. Ist für mich wirklich ein sehr, sehr tolles maskuliner Duft. So, was ich noch drinnen habe, ist von der Harry Potter Cunning and Ambition. Da ist Eichenmoos und dunkle Brombeere drinnen. Ich liebe ja holzige Düfte. Okay, der Eichenmoos, der ist ja doch, ich finde, da ist eine leichte holzige Einschlag mit drinnen. Ja, Moos. Brombeere riecht man auch raus. Aber dieses Kombi gefällt mir echt sehr, sehr schön. Darum habe ich ihn jetzt auch in meinem Club drin. Da ist er auch, wenn ich den Dark Force habe, dann habe ich auch den Light Side. Dark Force, Dark Side meine ich. Und das sind Orangen, Morgennebel und Treibholz mit drinnen. Das ist eine hellere Duft im Gegensatz zum Dark Size, Dark Side. Und ich mag den. Und darum ist er auch in meinem Club drinnen. Dann habe ich nochmal, das habt ihr auch bestimmt in meinen anderen Clubbestellungen gesehen, dieses Turning Red. Das sind Granatapfel, Kirsche, Zuckerrohr und Orange mit drinnen. Gefällt mir, eine sehr schöne, fruchtige Duft. Da rieche ich eher die Orange und Kirsche mehr raus als diese Granatapfel. Ich mag sie einfach. Dann ist da auch natürlich in meiner Clubbestellung habe ich auch den Duft des Monats mit drinnen. Mein Darling Clementine. Das sind Clementine, Pfirsich und Zucker mit drinnen. Ja,
muss ich schnell aufkriegen. Ganz kurz greife ich schnell zu meinem. So kriege ich es nicht auf. Genau. Genau. Pfirsich und Clementine riecht man gleich raus. Leicht süß, sehr toller Sommerduft. Werde ich gern probieren und düfteln. Dann habe ich in meinen Club reingeworfen den Rot 66. Ist ja auch ein maskuliner Duft. Den habe ich allerdings blind in den Club reingeworfen. Da ich ja weiß, dass ich maskuline Düfte mag, da sind Zitrone, Kräuter und Moschus mit drin. Und so riecht er auch schön maskulin. Kräuter riecht man eher raus mit einem leichten Moschus. Mag ich sehr, werde ich auch gern verdüfteln. Dann habe ich Justice Lodge drinnen. Da haben wir Bergamotte, Sandelholz, frisches Grün und Vanille drin. Das ist für mich auch eine helle, maskuline Duft. Leicht holzige Note mit drinnen. Und das Grün riecht man wirklich auch raus. Ich mag diesen Duft, darum habe ich es in meinen Club rein. Was ich noch reingeschmissen habe in meinen Club, Mandalorian. Auch eine von meinen Lieblingsdüften. Die waren nicht in meinem Club drin und jetzt habe ich gesehen, die gibt es wieder. Da dachte ich, alle drei hüpfen jetzt rein. Da ist drinnen Minze, Bergamotte, süße erdige Geranie, Eukalyptus und Orange. Eukalyptus allerdings. Ich liebe diesen Duft. Für mich auch ein maskuliner Duft. Ich liebe sie. Habe ich gerne in meinem Club drin. Was ich noch mag von Disney, The Little Mermaid Kiss the Girl. Da ist Erdbeere, Himbeere und Limette mit drin. Mache ich auch auf. Also ich liebe Erdbeere, Himbeere. Limette gibt eine leicht zitrische Einschlag mit rein, ist auch ein schöner Duft. Werde ich auch gern verdüfteln. Was ich noch reingeschmissen habe, ist Vitamin Relax. Das sind Bergamotte, Vanillezucker und Amber mit drinnen. Ich liebe ja Vanille und Amber. Und Bergamotte, mal schauen, wie ich das zusammen machen. Ich habe den ganz ehrlich auch blind in meinen Club rein. Na? Wenn ich den mal aufkriegen würde, jetzt ist es auf endlich. Ja, ich rieche Amber. Also Amber riecht man wirklich raus. Vanille ganz, ganz leicht. Bergamotte auch ganz im Hintergrund. Aber Amber rieche ich kalt wirklich deutlich raus. Und den habe ich blind rein, werde den ausprobieren und wenn der mir mega gefällt, so wie die Komponenten es auch versprechen, dann wird er auch drin bleiben. Dann habe ich noch Dumbo mit drin. Ich kenne diesen Duft, ist auch ein sehr schöner, fruchtiger Duft. Ich mag diesen Duft, darum ist er auch drinnen. Ich will jetzt den nicht öffnen, weil ich den schon auf habe, diesen Bar. Dann habe ich noch My Dear Watson. Auch ein maskuliner Duft. Das sind Bergamotte, Minze, Zeder und Leder mit drin. Den habe ich auch blind reingeworfen. Ich mag ja maskuline Düfte.
Ich mag allgemein auch feminine parfümige Düfte, ne? Das ist. Ja, der riecht echt für mich. Für meine Nase ist es toll. Bergamotte, Minze. Ich rieche Zeder und Leder. Dominant raus. Klar, die Bergamotte macht es noch maskuliner. Schöner Duft. Ich denke, dass der auch in meinem Club bleibt. Als zuletzt Satin Sheets. Habt ihr bestimmt auch in meinen anderen Videos schon gesehen. Das ist ein schöner Vanille-Sandelholzduft. Ich mag ihn sehr. Habe ich wahrscheinlich schon einige Bars zu Hause, aber ich liebe ihn einfach und der bleibt einfach in meinem Club drinnen. So, das war's mit dem Bars und jetzt gehen wir auch schon rüber zu den Whiffbox. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon reingespickt. Ist so ein Zettel mit drinnen. Mit solchen Früchteteilen zum Ausschneiden. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem Inhalt. So, ja. Mach's schnell auf. Mich hat dieser Inhalt wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Zum Positiven natürlich. Bin mega froh, dass ich den Monat diesen Whiffbox mit drinnen habe. Und zwar zeige ich euch gleich mal, warum. Einmal, was ich schon in meinem Club drin habe. Dann gleich zweimal Mandalorian, was ich auch in meinem Club drin habe. Aber was ich noch überhaupt nicht habe, diese Cookie Coconut. Ich habe schon daran gerochen und das ist wirklich ein sehr schöner floraler Kokosnussduft. Ein sehr, sehr schöner Duft. Ich glaube, den schmeiße ich auch in meinen Club rein. Der gefällt mir auch sehr. Werde ich sogar gleich probieren. Dann geht's weiter. Counter Clean mit Feeling Punchy. Punch. Sehr, sehr schön. So. Man immer haben kann, ist Handsoup, eine Handseife mit Peachy Pine Trees, was ich auch immer wieder natürlich benutze. Benutzt ja auch jeder Haushalt, denke ich mal. Und Sensi Fresh mit Kurkuma und Kaktusblätter. Und ich denke, dass das jetzt auch war. Ist ja auch genug. Bin ehrlich gesagt vom Whiffbox bin ich diesen Monat sehr, sehr begeistert. Und das war es auch schon mit meinem Club. Ein kleines Mama-Muttertagsgeschenk und meine Clubbestellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in einem anderen Video nochmal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.